Schere Geld und Tags zusammen und der wunderbar leckere Salo zum Levenszaam Adventskalender. Jo, das wird mal wieder ein leckere Partie am 7. Dezember. Ja, nochmal auf Deutsch. Hallo. Ja, heute. Moment. Heute ist der 7. Dezember. Und ich warte immer noch darauf, dass wir endlich mal in der Küche was machen können. Aber ich gucke hier erstmal ein bisschen rum. Nein. Nein. Auch nicht. Nein. Das auch nicht. Aber vielleicht das hier. Nein. Der Schneemann. Nein. Aber meiner Vermutung nach, da 7 mal 7 49 ist und 49 irgendeine Zahl ist, denke ich mir, dass der Stern hier versteckt ist. Ja, falsch gedacht, das ist hier auch Mist. Denn die 7, wenn man 7 mal in der Woche Vitamine isst, dann ist man voll gesund. Deshalb ist hier der Stern versteckt. Ja, weil das ja auch Quatsch ist. Denn der Stern muss natürlich 7 und 2 sind 9. Und 9 minus 2 sind 7. Und weil hier 2 Sterne drauf sind, ist hier nicht der Stern versteckt. Und auch sonst hier nirgendwo. Da auch nicht, das auch nicht. Und hier vielleicht? Weihnachten! Die Zeit der Schokoladenweihnachtsmänner. Ja, ich hab hier auch einen Schien an Schoko-Weihnachtsmann, den hab ich nämlich gestern zu Nikolaus bekommen. Vielleicht draußen. Das ist immer schön, Halleluja. Nicht zu wissen, wo der Stern jetzt versteckt ist, aber er muss oben sein, weil schon allein wegen über 7 Stuhltreppen musst du gehen. Annelie, deshalb muss er hier oben versteckt sein. Und da ist er auch, der 7. Stern im Meisenhaus. Der 7. Stern Nummer 7. Hol dir am besten schon mal Walnüsse aus der Küche. Nein, nicht zum Essen, sondern, du wirst ja sehen. Was ist denn das? Ich habe keinen Plan. Irgendwas zum Backen? Ich weiß nicht, aber wir haben schon ganz viele Sachen gemacht. Gestern, wir erinnern uns noch. War der Nikolaus heute schon bei dir? Na, wenn nicht, dann kommt er jetzt. Ja, denn heute machen wir... Heute erwartet dich etwas ganz Süßes. Ja, wow! Was ganz Süßes ist es, was ja, und da ist... Ihr kennt doch meinen Bauwagen. Viele wollen auch so einen haben, aber so einfach ist es ja nicht. Erstmal, wo kriegt man sowas her? Und dann, wohin damit? Wie wär's denn dann mit einem süßen kleinen Bauwagen, den ja. man essen kann? So einen kannst du dir backen. Wenn's dir aber zu schwierig scheint, mach doch erstmal einen Marzipan-Schneemann. Den kannst du ja später vor diesen Bauwagen stellen. So, Suppe ist es. Heute machen wir Folgendes. Pass auf, heute ist wieder Johann Lapa da. Pass auf. So, mein lieber Horst, pass auf. Heute machen wir einen Lebkuchenbauwagen. Ist es was? Ja, so. Lebkuchenbauwagen. Lebkuchenbauwagen. Du brauchst dazu einen Blitzsacker. Oder ein guter Pürierstab, ja? Ein Gefrierbeutel, ein sauberer Pinsel, eine Schüssel, ein Kochtopf, ein Rührgerät, Messer, Löffel, ein Messbecher, Nudelholz, ein Backpapier und ein Backofen. Ist das was super? Das wird was ganz Tolles, pass auf. Hier ist auch so ein Männchen noch versteckt.
Ah, du hast wieder was gefunden für den Weihnachtsbaum. Genau, Peter. So. Zutaten. Für den Teig. 600 Gramm Honig, das ist wichtig. 100 Gramm Orangensaft. 200 Gramm Zitronat. 750 Gramm Mehl, ja. Ganz wichtig. 20 Gramm Lebkuchengewürz. 20 Gramm Natron. Und ein Löffel Kakao. So. Jetzt der Guss. 400 Gramm Puderzucker, 2 Eiweiß und Speisefarben, ja, zum Verzieren runde Kekse oder Kringel, eckige Kekse, kleine bunte Süßigkeiten, zum Beispiel Schmottis, kennt ihr, wisst ihr alle, wisst ihr, ist, ja, Liebesbeeren oder Schokoraspeln, Kokosraspeln, ja, super. Und so geht es. Diesmal hat sich die Weihnachtsbäckerei etwas ganz Besonderes ausgedacht. Peters Weihnachtslebkuchen Bauwagen. Wer noch ein Bauanfänger ist, sollte sich bei diesem Werk am besten noch einen erfahrenen Bäckerhelfer suchen. Aber das will ich ja nicht. Ich bin ja super vorbereitet. Außerdem macht das Backen zu zweit ja mehr Spaß. Außer mit dem Horst. Der ist scheiße. So. Der Teig. Honig und Wasser gibt es schon in einen Topf. Und lässt die Mischung ganz kurz aufkochen. Denn nimmst du den Topf vom Herd. Der Honig muss jetzt abkühlen. Mit einem Blitzhacker. Das kleinste oder Zitronat und das Orangensaft. So winzigen Stückchen. Und wenn kein Gewitter draußen ist, gerade wegen dem Blitz, das brauchst du dazu. Das ist wichtig. Ja? Da kannst du das leider nicht machen. Musst zum Gewitter warten. Ja? Die bunten Stückchen, Mehl, Kakao und die Mischung und das Gelbkuchengewürz in einen Schlüssel geben. Na dran, in 3 Esslöffel Wasser auflösen und dazugeben. Ja. Jetzt knetest du alle Zutaten in einen Teig und lässt ihn ungefähr eine Stunde lang stehen. Deshalb warte ich jetzt. Deshalb müsst ihr jetzt eine Stunde warten, bis ihr das Video weitergucken könnt. Ne? Ich habe Zeit. Wow. Noch ein bisschen Schokolade essen. Und hier. Super lecker. Weißt du, seid ihr immer noch da? Ja, gut. Geht's halt weiter. Ausrollen und ausschneiden. Den Teig knetest du nochmal ordentlich durch und rollst ihn dann auf einer ganz dünnen Mehlschicht aus. Die Teigschicht sollte ungefähr 7 mm dick sein. Jetzt schneidest du 5 verschiedene Rechtecke aus. Ja, das ist unwichtig. 2 Rechtecke, 14 x 18 cm, werden die Vorder- und Rückseite vom Bauwagen. Und 2 kleine Rechtecke sind die beiden Seitenwände. Beim Ausschneiden kommt es nicht auf einen jeden Millimeter an. Das ist wichtig. Und wenn nach dem Bocken ein Rechteck ein bisschen größer ist als das andere, kannst du immer noch ein Stück abschneiden. Ja, super. Backen. Nee, noch nicht. Aus der Vorder- und Rückseite kannst du jeweils ein Rechteck ausschneiden und sie dann an die Fenster des deinen Bauwagen kleben. Aus den Teigresten kannst du die Tannenbäume und die kleinen Figuren ausstechen. Je nachdem, was nachher so um dein Haus rumstehen soll. Vielleicht noch der Johann Lafer, wäre ja auch was. Die Tannenbäume und die Figuren dürfen euch ein bisschen dicker sein, als die Platten besser aus. Du kannst es besser aufstellen, ne? Backen. Alle Teile und Figuren werden nun auf dem Backblech gelegt. Backpapier nicht vergessen. Das ist wichtig, Backpapier. Die Teile werden nicht alle auf ein Backblech passen. Man muss sie nacheinander backen. Dann geht es ab in den vorgeheizten Ofen. Alle Teile und Figuren bei 175 Grad, ja. Umluft, 150 Gas, Stufe 2. Und über 15 Minuten lang backen. Ja, so ist es was. Guck zwischendurch mal nach, wie dein Lebkuchen aussieht. Er soll ja nicht schwarz werden, ja. Ja, super. So, den Bauwagen anmaulen und anstehen. Nach dem Backen lässt du alle Teile bisschen abkühlen und einen Bauwagen zusammenkleben und anzumalen. Brauchst du einen ganz besonderen Klebstoff.
Zuckerguss. Selber steif schlagen und langsam Puderzucker hineinstreuen. Dann immer weiter rühren. So viel Puderzucker bis zu dem Eiweiß geben, bis ein sehr zäh und fester Guss entstanden ist. Ein Teil des Gusses mit Speisefarbe einfärben und blau für den Bauwagen und grün für die Tannen. Den anderen noch weißen Guss in einen Gefrierbeutel füllen. Eine kleine Ecke vom Beutel abschneiden. Das ist wichtig. Fertig ist die Gussspritze. Ja, super. Ja. Von der Rückseite so viel die beiden Seitenteile mit einem blauen Guss anmalen. Das geht besonders gut mit dem Pinsel. Die Lebkuchenstücke den blauen Guss kurz trocknen lassen und dann mit dem weißen dünne Striche draufmalen. Ne? Gut, ist lang. Jetzt kommen die Bauwagenräder. Auf die Vorder- und Rückseite mit einem Guss jeweils zwei runde Kekse kleben. Auf die Vorderseite kommen noch eine Tür und kleine Schubladen. Eckige Kekse mit einem Messer zurechtschneiden. Mit Speisefarben bemalen und dann mit weißem Guss auf die Bauwagenvorderseite kleben. Dann Bäume werden mit grünem Guss pinselt. Das ist wichtig. Aufgepasst. So, jetzt kommt's. Wenn der farbige Guss übertrocken ist, wird der Bauwagen aufgestellt. Und das geht am besten zu zweit. Alleine kann man die Teile gar nicht festhalten, ja. Vorder- und Rückseite jeweils einen kürzeren Seiten in dick mit weißem Guss streichen, ja. Und die Seitenteile dagegen drücken, ja. So. Wenn du Vorder- und Rückseite und die beiden Seitenteile in einem Kasten zusammengeklebt hast, bestreichst du die Unterseite von dem fünften Rechteck mit Guss und drückst dieses Rechteck als Dach auf den Kasten. Fertig ist dein Bauwagen, ja. Die Seitenteile kannst du noch mit kleinen bunten Süßigkeiten verziehen. Einfach mit Zuckerguss festdrücken. So, jetzt kommt's. Nachdem der Guss ein paar Stunden getrocknet ist, stellst du deinen Bauwagen auf eine große Holzplatte oder ein Küchenbrett, damit er später nicht runterrutscht. Du kannst ihn mit etwa frischem Zuckerguss auf der Platte festkleben. Die Tannenbäume und den Bauwagen herumstellen. Jetzt fehlt nur noch der Schnee. Eine große Portion Kokosflocken und eine Menge Puderzucker neben das Haus verstreuen. Ja, ist es, der Bauwagen ist fertig. So, und den kannst du jetzt bis Weihnachten, das ist wichtig, bis Weihnachten, in den Zimmer stellen. Und danach wegwerfen, weil die ist eh keine, ist eklig. Ja? So. Ja, danke, Johann Laffer. Aber wir haben ja noch Marzipanschneemann. Ein Marzipanschneemann. Aber wir haben ja noch andere Kollegen, die das mal so vorlesen können. Ne? Peter, mach du mal. Wie will er nicht? Ihr habt eine bessere Idee. Wen könnten wir denn mal vorlesen lassen? Ja, das ist auch hier ein Extended Pack hier. Der Löwenzahn-Adventskalender, wir nehmen auch schon wieder viel zu lang auf. Ein Extended Pack mit, das ist ganz neu rausgekommen, werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Das habe ich extra für dieses Let's Play bekommen, diese Version. Mit prominenter Besetzung von Promis, die diese Texte hier vorlesen können. So, wie war das jetzt? Command A L I O 6 F3 Punkt Minus Pfeiltaste hoch, runter, Alt, Großstelltaste, Kleinstelltaste, A, nochmal Großstelltaste, H und wieder Kleinstelltaste. So, mal sehen, was das jetzt ist. Zack, bumm, da sind wir wieder. Hier ist wieder hier Walter Freiwald. Nein, das ist mir zu laut. Haben wir nicht noch was? Brauchen wir mal M? Oh. Liebe Zuschauer zu Hause, herzlich willkommen bei dem Löwenzahn Adventskalender.
Heute brauche ich einen Marzipan-Schneemann. Oh, das klingt sehr gut. Ne? Du brauchst dazu 200 Gramm Marzipan-Romasse, ne? 100 Gramm Puderzucker, kleine Butter Liebesperlen, ne? Nur die Liebe zählt, ne? Lebensmittelfarben, Zahnstocher und eine rote Serviette. Und eine Schüssel und eine Schere. Ne? Und so geht's. Ein Schneemann, der garantiert auf der Zunge schmilzt. Ne? Passt wunderbar zu deinem Weihnachtsbauwagen. Für den Schneemann vermischt du die Marzipanrohmasse gut mit dem Puderzucker. Forme dann drei unterschiedlich große Kugeln für den Körper und zwei Würste für die Arme drauf. Ein bisschen Marzipan sparst du dir auf für die Nase. Dann legst du die dickste der drei Kugeln auf ein Brett, steckst zwei Kugeln oder drei Zahnstocher hinein und legst die mittlere Kugel darauf. In dieser Kugel ist der Kopf. Wenn du dein Meisterwerk später verzehren möchtest, achte darauf, dass die Zahnstocher noch drin sind, ja. Sonst kann man eben auch einen schönen Streich spielen. So eine Comedy-Falle, indem man die Zahnstocher einfach drin lässt und jemand die Zahnstocher dann mit ist. Ja. Super lustig, ja. Kann ich nur empfehlen. Jetzt bekommt euch Schneemann ein Gesicht. Ja. Zwei kleine Liebesperlen sind die Augen. Mit Lebensmittelfarbe machst du den Mund. Für die Nase ein kleiner roter und gelbe Speisefarbe, orange einfärben und eine kleine Karotte daraus formen. Einen Zahnstocher in der Mitte durchbrechen und ja, so ähnlich. Damit dein Schema nicht kalt wird, bekommt ihr noch einen Schal. Einfach einen schmalen Streifen von einer Serviette abschneiden. An beiden Enden ein paar Fransen hinein schnippeln und den Flimmern ganz vorsichtig den Serviettenschal um den Hals binden. Hm? Super. Ja, das war's mal wieder mit nur der Schneemann zählt. Ne? Sie können jetzt noch weiterschauen, wie Dieter Haller fordern, einem Neustädter Weihnachtsmann einen Streich spielt. Indem er einfach mal die Geschenke für die Kleinen durch giftige Atomwaffen ersetzt. Super. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, oder auch nicht. Faltanleitung. Bauwagenaufsatz. Bauwagen. Irgendwas fehlt noch am Lebkuchenbauwagen. Der Dachgarten mit der Treppe. Und wo ist eigentlich Klaus Dieter? Hier findest du ein paar Basteltipps. Und Druckvorlagen, mit denen du deinen Bauwagen komplett machen kannst. Ja, das ist hier super spannend. Ich meine, das ist ja auch für Leute, die das wirklich machen wollen. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, wie lange nehmen wir denn schon auf? Eieiei, mal wieder viel zu lang. So. Ja, das war der 7. Dezember. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder am 8. Dezember. Und, ja, gibt sonst noch was zu sagen. Nur, dass dieser Schoko-Weihnachtsmann sehr gut schmeckt. Und so, wir sehen uns dann die Morgen wieder und dann so Samstag auf dem Zimmer. Und ich sage jetzt einfach mal, tschüss. Tschüss. Ja, bis morgen. Und, Willst du? Ja, genug für heute mit Weihnachten. Ja, tschüss.